also Lok Leipzig darf sich heute nicht hängen lassen. Und wir wollen uns mal anschauen, wie sie heute gegen den FC Carl Zeiss Jena spielen. Carl Zeiss ist Dritter in der Tabelle und Lok muss unbedingt gewinnen, um dran zu bleiben. Das war der Anpfiff zum Spiel Lok Leipzig gegen Carl Zeiss Jena. Die Vorzeichen unterschiedlich. Jena dritter Platz und Lok Leipzig hatte unter der Woche das Nachholspiel gegen Babelsberg unglücklich kurz vor Schluss mit 1:0 verloren. Babelsberg brauchte eine Torchance, um zum Erfolg zu kommen. Und das wollte Lok heute verhindern. Deshalb machten sie gleich vom Beginn an Druck und versuchten hier Gas zu geben. Sebastian Träger, Ball hineingespielt, aber der kam leider bei Rolleder nicht richtig an. Und zumal es dann auch noch abseits war, das war schade. Lok machte gleich am Anfang ganz viel Druck und das sahen auch 2957 Zuschauer. Saisonrekord für die Loksche aus Leipzig. Jena befreite sich dann etwa nach 5 Minuten so ein bisschen aus der Umklammerung. Und dann diese Möglichkeit. Jena spielt hinten herum. Dann wunderschöner Pass, kurz in die Spitze und dann Tor. Das war ein Tor oder war es doch keins? Wir gucken es uns noch einmal an. Es war natürlich abseits, aber ganz, ganz knapp. Es lässt sich schlecht auflösen, aber der Linienrichter konnte das besser sehen. Und so hatte Glück und es blieb beim 0:0. Lok Leipzig versuchte in der ersten Halbzeit viel Druck zu machen, gerade in der Anfangsserie. Und dann sehen wir hier von Krantner ein schöner Schuss aus dem Rückraum und der Nachschuss, der brachte aber nichts mehr. Hier sehen wir es, Berber, der Torhüter, konnte den Ball wunderbar parieren und dann nochmal der Nachschuss knapp übers Tor. Vielleicht wäre eine Flanke in die Mitte zu Langner besser gewesen. Besser wurde dann auch Carl Zeiss Jena. Sie fingen an, ihr Spiel aufzuziehen. Technisch besser, in der Spielanlage besser als Lok Leipzig. Kam man über rechts und dann steht hinten Schlosser frei und dann 1:0 für Carl Zeiss Jena. Und hier sehen wir es, wunderbar vorbereitet über die rechte Seite. Und dann Schlosser sieht den Ball und spielt ihn gekonnt in die Ecke. Das hatten wir gesehen beim FSV Zwickau, da hat Grantner ein ähnliches Tor geschossen. Und so stand es nach 10 Minuten verdient, muss man sagen, 1:0 für Carl Zeiss Jena. Und diese Leere auf dem Platz war sicherlich auch in den Köpfen anderer. Ja, Lok Leipzig gab aber nicht auf und wollte mehr. Langner versucht sich durchzutanken und dann nochmal hinten aus dem Hintergrund Grantner wieder. Er versuchte es mit allen Mitteln. Die Polizei hatte einen ruhigen Tag. Es war ein großes Aufgebot wegen den Jenaer Fans, aber es passierte nichts. Außer bei Jena, da passierte etwas und zwar im Strafraum. Da kann hier geköpft werden, aber Lattendress hält den Ball sicher. Wieder ein sicherer Rückhalt, auf den sich die Mannschaft verlassen kann. Wieder ein Standard für Jena. Viele Standards, Standardsituationen waren zu sehen. Und dann Rolleder. Normalerweise müsste er vorne die Bälle köpfen, aber hinten. Wir sehen, die Leipziger kämpfen mit Mann und Maus hinten drin. Und dann geht's schnell. Wenschuch erkämpft den Ball. Und dann bekommt Sebastian Zielinski den Ball und rennt über das gesamte Spielfeld. Was kann er draus machen? Vielleicht noch hinspielen? Ja, er hat es versucht, aber der Ball wird abgeblockt und so gibt es leider keine Chance. Wieder Eckball für Jena. Wir sind schon kurz vor der Halbzeit. Nochmal eingeflankt und dann wird eng hier drin. Gewühlt wird und dann aus 11 Metern kann Jena schießen. Doch Lattendress. Levesk hält den Ball fest und kann seiner Mannschaft das Tor wenigstens mit 1:0 freihalten. Die Polizei hatte wenig zu tun an dem Tag. Es war ein schöner Sonnentag. Und zum Glück passierte nicht mehr, außer das 1:0 zur Halbzeit für die Gäste. Die Lokspieler kamen mit Dampf wieder aus der Kabine. Heiko Scholz hatte ja schon in der ersten Halbzeit umgestellt auf 4-4-2 und wollte offensiver spielen als sonst, damit man hier das 1:1 erzielen kann. Und man sah das auch gleich, denn Lok machte auch wieder Druck und kam wieder gut nach vorne. Das war allerdings abseits. Das sahen die Kollegen von Lokhoff ebenso wie alle anderen Pressevertreter, die auf der Pressetribüne alle zahlreich versammelt waren. Das war aber auch die letzte Chance für Lok in dem Falle, denn Jena kam wieder mit einem Standard. Und hier reagiert Dominik Bock als schnellster in der Verwirrung im Strafraum und schießt Lattendress durch die Beine. Somit stand es 2:0 für Carl Zeiss Jena. Was jetzt kommt,
war danach zu erwarten. Lok Leipzig wurde schlechter oder Jena wesentlich stärker. Man weiß es nicht. In jedem Fall spielte nur noch eine Mannschaft und das war Carl Zeiss Jena. Leipzig versuchte irgendwie noch die Bälle zu verteidigen, aber Jena war immer einen Schritt schneller, obwohl hinten drin ganz viele Spieler waren. Kommt Schaller hier, gerade eingewechselt. Frei zum Kopfball, wir sehen es nochmal in der Zeitlupe, 3 Spieler von Lok, hinten dran hätte noch der andere Spieler von Jena den Ball machen können, alle bleiben stehen. Ja, das sah auch Heiko Scholz und er hätte wahrscheinlich, wäre am liebsten aufgestanden, wahrscheinlich in die Kabine gegangen, es war aber noch eine Viertelstunde. Und hier sahen wir dann nochmal eine Chance, die allerletzte Möglichkeit von Lok Leipzig durch Marzulo, der ebenfalls eingewechselt wurde, aber Sie sehen es, mit so einem schwachen Schüsschen kann man Berbik leider nicht überwinden. Somit bleibt Carl Zeiss Jena hier die letzte Beachtung mit der Chance. Jena spielte jetzt wie im Training. Lok rannte hinterher, war kaputt, platt. Natürlich 2 Spiele innerhalb einer Woche und die Trainingsbedingungen, Heiko Scholz hat es oft schon angesprochen, sind nicht optimal, um sowas gewährleisten zu können. Und dann war es natürlich ganz klar, dass hier Jena noch das 4:0 erzielte. Und zwar durch Tor Ronariga, der ebenfalls eingewechselt wurde. Ja, 0:4 hieß es am Ende. Wird Schwarz jetzt im Tabellenkeller? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall die ersten Pfiffe für Heiko Scholz von den Leipziger Fans. Ja, und von Jena skandierte man Absteiger, Absteiger. Heiko Scholz muss sich für das nächste Spiel etwas einfallen lassen. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. René Gruschka ist heute leider nicht da, deswegen vertrete ich ihn. Das Spiel heute war erst FC Lokomotive Leipzig gegen FC Graz als Jena. Der Endstand 0:4, Halbzeitstand 0:1, Zuschauerzahl 2.957. Und wie immer hat der Gästetrainer das erste Wort und das ist Andreas Zimmermann. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Erstmal ging so ein kleines, eine kleine Gänsehaut rüber, weil doch ins ehrwürdige Stadion einzuziehen hier, hat schon viel gehört, auch wo ich noch in Berlin gespielt habe. Schön, bis leider ist ein bisschen runtergekommen. Vielleicht kann man noch mal was machen in Zukunft, hoffe ich. Ja, ja, muss auch mal gesagt werden, zum Spiel, ich glaube, der Sieg war zu keiner Sekunde gefährdet. Heute die Jungs, muss ich ein sehr großes Kompliment an meine Jungs machen. Die haben genau das umgesetzt, was wir die Woche trainiert haben. Genau das umgesetzt, was wir vor dem Spiel besprochen haben. Und ich glaube, ja, wir hätten das ein oder andere Tor mehr machen müssen sogar. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich mit den 3 Punkten und mit den 4:0 für den Moment zufrieden. Ja, natürlich auf der einen Seite leicht für mich hier zu sprechen, wenn man 4:0 gewonnen hat. Andersrum weiß ich, wie es in Heiko geht und teilweise auch dem Verein. Ich muss auf mich selbst gucken, wie auch unseren Verein. Wir wussten, dass es ein Derby ist, dass wir hier gewinnen wollten mit aller Macht. Auch für unsere Fans, die uns heute zumindest mal stückweise unterstützt haben. Hat mich auch gefreut. Vielleicht wird es in den nächsten Spielen noch wieder mehr. Dankeschön. Ja, vielen Dank für das Statement. Und jetzt Marco Schulz für den ersten zurück. Ich brauche keinen. Ich kann es kurz machen. War halt ein Klassenunterschied. Wir kriegen das einfach nicht gebacken, weil wir auch keine profihaften Bedingungen haben. 2-mal in der Woche ordentlichen Fußball zu bieten. Mir tat es kurz ein bisschen weh, weil ich dachte, die ersten 10 Minuten waren wir richtig gut drin. Wieder überragend viele Zuschauer, Fans, die auch ganz lange auch stillgehalten haben. Und ganz zum Schluss dann irgendwo der eine oder andere ein bisschen meckert. Das verstehe ich total, weil die kommen in Scharen ja her. Aber eins, weil ich gehört habe, ihr habt nie gekämpft, das kann ich meiner Mannschaft nie unterstellen. Wir müssen viel mehr laufen, weil wir Fußballer nie so gut sind. Und wenn dann so ein Gegner kommt wie Jena, ja, die können frei aufspielen und haben auch richtig gut Fußball gespielt. Ich habe es auch schon schlechter gesehen und da haben wir natürlich wenig Möglichkeiten. Trotzdem muss ich sagen, habe ich wieder ein paar positive Dinge gesehen, wie zum Beispiel ein kleiner Langner mit 19 Jahren oder Gino Böhne, der gestern der Zweiten das erste Mal gespielt hat, den ich gebracht habe in der Halbzeit. Das sind junge Leute, wo der Verein aufbauen kann. Und nochmal, das war uns heute eine Klasse zu hoch. Aber meine viele hier drinnen, die ein bisschen normal denken, die wissen das auch. Schade nur, weil wieder so viele Zuschauer waren. Und
Und zum ersten Gegentor war natürlich beschissen, weil wir gerade in Unterzahl waren. Man weiß nie, wie es dann ausgegangen wäre, weil wir waren wirklich gut drin in den ersten 10 Minuten. Ja, die Jungs, die wissen auch, dass wir bei uns nur noch Siege zählen. Und wenn du dann gegen Jena offen mitspielen musst, ich habe dann umgestellt auf 4-4-2, dann ist es schwierig, nach hinten das zu verteidigen. Somit haben wir das Zweite gekriegt und dann, glaube ich, ist bei uns dann sind die, der Kopf weggefallen und dann werden die Beine natürlich schwerer. Und so sind wir hier als klarer Verlierer vom Feld gegangen. Danke. Ja, vielen Dank, Heiko Scholz. Besteht von Seiten der Medienvertreter der Wunsch, Fragen zu stellen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann weise ich noch auf unser nächstes Spiel hin. Es ist ein ganz wichtiges am kommenden Samstag bei Optik Rathenow um 13.30 Uhr. Und das nächste Heimspiel ist am Sonntag, den 20.04. um 13.30 Uhr gegen die TSG Neustrelitz. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Sonntag, schöne Woche. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch zahlreich wieder. Andreas Zimmermann neben mir, der Trainer von KZ Jena. Andreas, habt ihr mit so einem hohen Sieg heute bei Lok gerechnet? Ja, gerechnet nicht. Ich will immer gewinnen. Letztendlich, wie hoch es kommt, gut, kann man vorher nie sagen. Wir wollten 3 Punkte holen. Ein 4-0 ist natürlich auch beruhigend für einen Trainer draußen. Ich sagte ja gerade, vielleicht hätten wir so das ein oder andere Tor machen können, vielleicht sogar müssen. Das war ein ungefährdeter Sieg für uns und freut mich umso mehr, dass die Jungs sich auch belohnt haben für ihre Arbeit innerhalb der Wochen bzw. der letzten Wochen. Zuletzt habt ihr ja auch unglücklich verloren gehabt. War das irgendwie eine Motivation für die Mannschaft hier genau in Leipzig dann nochmal Vollgas zu geben? Na klar, wir haben wirklich, wie du gerade sagst, unglücklich in Berlin bei Hertha verloren. War ganz bitter. Letzte Woche der Sieg gegen Babelsberg war der erste Schritt. Heute wieder 4-0. Freut mich, dass die Jungs auch den Turnaround geschafft haben und wieder in die Spur gekommen sind und jetzt weiter Punkte sammeln. Lok 0, Carl Zeiss Jena 4. 4-0 verliert Lok zu Hause gegen Carl Zeiss Jena. Neben mir begrüße ich Heiko Spauge. Heiko, kurz nach dem Spiel, wie fühlt man sich? Ja, direkt nach dem Spiel ziemlich bescheiden. Ne? 4-0 verloren, spricht für sich. Wir hatten uns mehr erhofft bei dem heutigen Spiel. Ja, müssen wir weiter nach vorne schauen jetzt. Gegen Babelsberg unglücklich kurz vor Schluss 1-0 verloren und dann heute hier so eine Pleite. Ja, woran liegt das? Ja, schwer zu sagen. Ich denke mal, der Wille ist da, aber vielleicht fehlt da doch im Kopf, ist die Angst vor dem Abstieg wahrscheinlich doch irgendwie präsent. Es gab viele Rufe von den Tribünen, Angsthasenfußball, ängstlicher Fußball, geht doch mehr nach vorn. Ja, woran liegt das? Ganz schwer zu sagen. Ich meine, die Mannschaft, die zieht die ganze Woche beim Training mit. Da denkt man, okay, wir sind gut aufgestellt für das Spiel und dann ist das Spiel und dann, ja, ist schwer zu sagen. Das ist natürlich bezeichnend, wir haben nicht eine einzige gelbe Karte gekriegt. Das ist vielleicht ein bisschen zu wenig auch für einen Gegenabstiegskampf. Weil du sagst Abstiegskampf, da ist es ja auch wichtig, dass man auch kämpft. Das war ja nicht zu sehen. Heiko Scholz ging ja als allererster vom Platz. Ist das ein Statement von ihm? Heiko Scholz lebt den Verein. Das ist dann immer die Minuten nach so einem Spiel oder die ersten Sekunden nach so einem Spiel sind dann immer außerhalb der Wertung. Das ist, man lebt den Verein emotional mit. Es geht uns allen so und das sind solche Situationen, denke ich mal, dann auch ganz normal. Da achtet man nicht auf die Etikette, dass man jetzt sich professionell verhält, sondern da ist man einfach Fan mit und mit dem Herzen dabei und da passiert sowas. In der Pressekonferenz sprach er an, also keine Profibedingungen trainieren. Also er würde gerne mehr trainieren. Was könntet ihr jetzt tun noch als Verein, um ihm noch bessere Möglichkeiten zu geben? Na, uns bleibt nur durchzuhalten. Wir wissen ganz genau oder wussten ja schon zu Beginn der Saison, was wir vor uns haben. Na, wir zahlen jeden Monat über 10.000 Euro an Altverbindlichkeiten ab. Das sind umgerechnet mindestens 5 Top-Regionalliga-Spieler, wenn man das mal so rumrechnet. Und die fehlen uns halt. Na, das Geld, das geht woanders hin. Und wir müssen einfach zusehen, dass wir diese 2 Jahre, die es insgesamt sind, durchhalten. Na, die erste Saison haben wir jetzt fast hinter uns. Und dann können wir, denke ich mal, auch positiv wieder nach vorne sehen. Ob denn gerade nur im nächsten Auswärtsspiel? Wie sieht's aus? Ein ganz klarer Sieg. Muss. Ja, was sollen wir denn sonst machen? Mehr kann man auch da nicht zu sagen. Herzlichen Dank, Heiko Spauge, und trotzdem noch ein schönes Wochenende. Danke. Gleiche. Heimspiel bringt Mediensport nach Hause. Wenn dieser Löwenzahn reif ist, dann wird er zur Pusteblume. Und das wird Ende der Saison sein. Und wir hoffen auch, dass Lok Leipzig dann nicht vom Wind verweht wird. 0-4 heute gegen Carl Zeiss Jena. Ein derber Rückschlag. Aber nächste Woche kann es schon wieder besser werden gegen Optik Rathenow. Hier muss unbedingt ein Sieg her. Und wenn Sie sehen wollen, wie es ausgegangen ist, dann schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Heimspiel, Ihr regionales Fanmagazin.
Heimspiel bringt mir den Sport nach Hause.